So Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play Super Mario Odyssey! Und wir haben hier im Küstenland gestoppt, im Blubberstrand, glaube ich, heißt er. Und also erstens müssen wir jetzt zu diesen leuchtenden Dingern gehen. Da haben wir, glaube ich, noch zwei Stück, aber ich möchte mich vorher umziehen, denn ich denke, Mario wird so langsam doch mal ein bisschen heiß in diesem Outfit. Von daher gehen wir mal hier hin und machen uns ein wenig Strand konformer, damit wir ein bisschen besser ausgerüstet hier sind, beziehungsweise weniger anhaben. Das ist das, was ich möchte. So, und zwar hätte ich ganz gerne einmal das hier und das hier. Boah, sieht das nicht gut aus, ey. Das sieht doch total toll aus. Also, wenn das nicht... Wo sind meine Augen hin von der Mütze? Oh Mann, jetzt sind die nicht mehr da. Das ist blöd. Naja, egal. Auf jeden Fall machen wir es weiter. So, wir gehen einmal hier hin. Ich würde ganz gerne das Küstenland. Wie viel will ich hier haben? 20. 20 Sterne hätte ich hier ganz gerne. 20 Münzen, besser gesagt. Aber erstmal reden wir mit diesem komischen Typen hier. So, hi. Ich wollte mir den Mond da drin schnappen, aber es ist zu gefährlich und ich leider viel zu langsam. Oh, ja, das ist ja schade. Ja, komm, dann holen wir uns erstmal den Mond, der hier ist. Warum ist man denn zu langsam? Muss ich hier irgendwas machen? Das sah gerade seltsam aus, war gut. Die Musik, ja, alles so komplett so, alles auf Dramatik gesetzt. Aber warum? Hier ist bestimmt versteckte Mond irgendwo. So, hier so drunter. Ja, ich höre es auch vibrieren. Hier sind Sachen drunter. Ah, ne, doch. Ich glaube, hier... Oder so? Nee. Also man spürt es vibrieren, aber nicht immer. Sobald ich hier hingehe, spüre ich es vibrieren. Es kann aber sein, dass es nur wegen den Muscheln ist, weil es hört manchmal auch einfach auf. Ja, wir gehen erstmal weiter. Die Vibration kommt immer nur dann, wenn so ein Ding in der Nähe ist. Oh, sieh mal, hier ist so ein... Hier muss ich so ein Goomba hinpacken, okay. So, aber wir laufen erstmal weiter. Zack, 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 zack. Holen wir uns das Herzchen, dann haben wir wenigstens wieder volle Energie. Hier sind solche Dinger. Hier oben ist bestimmt auch irgendwas, ne? Oh, dieses Spiel, ne? Man will halt eben... Ich will halt eben nichts verpassen. Ich weiß halt auch nicht, wo Sachen sein können. Aber egal, wir laufen erstmal hier lang und das scheint auch erstmal der normale... wir sind sogar richtig gelaufen. Hier mussten wir hin. Okay, das wusste ich nicht. Ah, ich dachte jetzt eigentlich, dass wir oben lang müssen. Aber wir sind jetzt irgendwie hier hingekommen. Ich weiß nicht so genau wie, aber gut. So, jetzt kommt hier wieder dieses Ding. So, jetzt ist eigentlich nur noch der da hinten, glaube ich. Es sind, glaube ich, vier. Zwei haben wir im letzten Part kaputt gemacht. Und zwei dann heute hoffentlich. Und dann müssten wir dieses komische Tintenfischartige Oktopus-Ding... Ich weiß ehrlich gesagt, was ist der Unterschied zwischen Tintenfisch und Oktopus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall dachte ich, wir müssen da oben hin. Gut, aber ich brauche auf jeden Fall einen Goomba. Können wir von hier oben noch was anderes machen? Sieh mal, da oben geht's auch hin, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Nee, also so komme ich da nicht hoch. Hier scheint auch nichts versteckt zu sein. Von daher gehen wir erstmal wieder zurück und gucken, dass wir den Goomba, die Goombas jetzt hier ein bisschen stapeln. So, komm mal her. So, ich weiß nicht, wie... Oh, da sind noch solche lilanen Dinger. Okay. Aber ich denke mal, so ein paar reichen aus. Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr zu den Dingern, ne? Sind wir zu klein. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. So, okay, so. Sehr schön. Ich denke, drei reichen aus. Wir gehen da jetzt einfach mal her. Also ich hoffe, dass drei ausreichen. Also vier, meine ich. Wir haben vier. Ich kann nicht zählen. Okay. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Okay, die gehen einen immer so ein bisschen in die Richtung, wo man langläuft. Und dann passen die sich so ganz langsam an. Von daher sollten wir so langsam... Obwohl, nee, die laufen jetzt da lang. Das ist ja nicht so schlimm. So, ich glaube, vier reichen. Ich glaube, wir brauchen fünf. Nee, es reicht. Oh, zum Glück. Ich wollte gerade schon sagen. Danke sehr für den Mond. Der ist heller als die anderen, oder?
So, oder? Nee, doch nicht. Sah nur hell aus. Romanze am Strand. Sehr schön. So, dann haben wir den auch schon mal. Dann gehen wir mal wieder raus. Ich denke nicht, dass wir hier jetzt noch einen Mond finden werden. Obwohl ich denke, dass hier irgendwo einer versteckt ist. So, weißt du, so unter dem Sand. Ich weiß halt nur nicht, wo. Na, toll. Ja. Da müssen wir dann vielleicht irgendwann mal auf den Toad warten, dass der uns da weiterhilft. Ich sehe auf jeden Fall noch weitere lilane Dinger. Wie viel muss man hier sammeln? 100 oder 50? Wie viel waren das nochmal hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube 100, ne? Oder? Oder nur 50? 100, okay. Ja gut, das sind noch ein paar. So, da hinten hin müssen wir. Und da sind auch noch überall solche Dinger, ey. Aber ich denke, unter Wasser werden noch unfassbar viele Schätze sein. Aber gut, wir können jetzt erstmal nur das machen, was wir machen wollen. Generell die 100% ist auch blöd, in quasi durchgehend zu sammeln. Ich werde sie halt eben nach und nach sammeln. Erstmal immer ein bisschen in jedem Level, so wie ich es bisher gemacht habe. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. So. Boah, da ist ein Mond einfach unter seinem Bauch. Lass mich da hin. Der war ja mal einfach versteckt. Merci, Dowie. Schon wieder Dowie? Hieß die andere nicht schon Dowie? Kann ich mit dir reden? Oh, tatsächlich. Hi. Willkommen an Bord. Achso, okay. Gut, das ist nur dieses Kackding hier. Gut, kaufen wir uns erstmal ein paar Outfits. Beziehungsweise können wir uns eigentlich nur... Ja, eigentlich können wir uns nicht so viel kaufen. So, das kaufen wir noch. Und dann noch den Strandhut dort. Den Strohhut. Wie One Piece. Ja, wir können ein One Piece Cosplay machen. Hätten wir die richtigen Anziehklamotten dafür zumindest. Den Strohhut haben wir schon mal. So, ja, geh weg. Danke. So. Da oben muss ich hin. Das sieht relativ einfach, glaube ich, aus. Ich glaube, ich muss wirklich nur... Oh, da unten ist was. Ich habe was gesehen. Da unten ist was. Und zwar ist mein Greenscreen kaputt gegangen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache mal hier meinen kleinen Cut. So, und da sind wir wieder. Mein Greenscreen ist einfach aufgegangen. Das ist doch nicht wahr. Na, egal. Wir wollten hier hin. Denn da scheint noch irgendwas zu sein. Wahrscheinlich wieder so eine Jump-Passage, beziehungsweise ein Extra-Level, wo es wieder zwei Monde zu sammeln gibt. Wir gucken einfach mal. Ja, sowas wird es wieder sein. Oh, Lava, was? Okay, das hätte ich jetzt nicht in der Wasserwelt erwartet, dass es hier Lava gibt. Sieh mal da hinten, das sieht das schon sehr, sehr mysteriös aus. Hier ist wieder so ein Zwiebelding, Melonending. Wie ging das nochmal so, genau. Okay. Mach mal kaputt hier. Kaputt, kaputt, kaputt. Ach, Achtung, die Lava steigt. Was? Warum steigt die Lava denn jetzt? Ich will nicht, dass sie steigt. Hör auf zu steigen. Und ich sterbe hier gleich noch. Ich sehe es kommen. Oh nein. Oh Gott, ich sterbe sowas von. Ich sterbe sowas von. Denn ich muss die Dinger ein bisschen kaputt machen. Weil da drunter bestimmt irgendwas versteckt ist. Aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Und ich bin tot. Und da war ein Mond. Gott, das war voll schnell. Wie hätte ich das denn machen sollen? Da ist was drunter versteckt. Ich sag's euch. Aber wann steigt die Lava denn immer? Ist das zeitlich basierend, dass das ab jetzt einfach steigt, sobald ich hier irgendwie oben bin? Oder wie? Ja, ich glaube ab jetzt. Okay, komm. Einfach Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ja, genau so. Das nennt sich auch... Das nenne ich auch... Auf, Beeilung! Nein! Warum? Komm schon. Komm schon. Nein, ich sterbe wieder. 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 So, den Mond habe ich schon mal. Jetzt muss ich nur nicht sterben. Ah, ich krieg voll Energie. Yes, stimmt ja. Das hatte ich schon wieder fast vergessen. So. So, und dann ist hier noch einer. Okay, das werden sie wahrscheinlich auch gewesen sein. Obwohl ich das Gefühl habe, dass es hier drei gibt. Weil diese eine Plattform war doch äußerst mysteriös, die man da im Hintergrund sehen konnte. Muss ich gehen? Wahrscheinlich. Nee, okay, es geht nicht höher. Sehr schön. So, hier ist aber sonst auch nichts mehr, ne? Nee, okay. Komisch. Also ich habe das Gefühl, hier gäbe es mehr. Ja, komm, geh weg, du dummes Ding. So. Dann gehen wir mal raus. Vielleicht war es das aber auch schon. Ne, vielleicht
Vielleicht war es das ja schon. Also, eigentlich gibt es ja immer nur zwei. Und ich glaube, die beiden haben wir jetzt. So, dann wollen wir aber trotzdem hier hoch. Ach, dieser ganze Unterwasserboden, ne? Den muss ich noch komplett... Oh, warum ist die Lava schon wieder? Ah! Heiß, 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 heiß hier. Ich weiß. Okay, hier kann ich wieder... Achso, mit den Dingern kann ich es wahrscheinlich wegmachen, ne? So, wegmachen Lava. Das dauert aber ganz schön lange, ne? Ich hab kein Wasser mehr. Oh Gott. Ah, jetzt wieder. Okay. So kleine Sunshine-Aufgaben. Oh, ich kann damit... Ich kann... Hä? Ich habe doch gerade einen angesammelt damit. Ich komme mit den Wasserstrahl Sachen einsammeln. Da, seht ihr? Ich kann die einsammeln. Okay. Mache ich damit auch Dinger kaputt? Was ist passiert? Warum? Ich habe die Lava nicht berührt. Vielleicht doch, aber eigentlich nicht. Ja, genau. Fang einfach bitte hier an, weil... ich war zu dumm, diese Scheißflagge zu aktivieren. Aber was nehme ich denn jetzt aktuell Schaden? Das ist ja nicht wahr. So. So. Kann ich damit auch die Dings so ein bisschen... Nee, nicht wirklich. Ich hab gedacht, das Wasser fliegt auch so runter und macht dann währenddessen so ein bisschen kaputt, aber nein. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Okay, du wechselst mal. Du bist blöd. Kann ich das nicht auch, was die machen? Sag mal. Oh, okay. Ich kann hier so... Ja! Aber das kostet wahrscheinlich mega viel Wasser. So, das hat aber gespeichert, dass ich gesammelt habe. Naja. Okay, sehr schön. Dann aktivieren wir erstmal die Flamme hier. Die Flagge, meine ich, und nicht die Flamme. Und machen die einmal so... Nein, okay, dann nicht. Okay. Oh, da ist ein Stern. Mond, meine ich. Okay, und jetzt da einfach durch. Okay. Aber warte mal, kann ich nicht einfach hier und dann so... Ja, es geht. Sehr schön. So, dann hätte ich einmal ganz gern den Stern hier. Ist das schon der Stern für dieses Glasding? Sieht so aus, weil da so ein... Weil da so ein, Podest ist. Das war bisher immer nur bei den Dingern, wo so ein Glasding ist. Und ich glaube, es ist das sogar. Ja, es ist das. Okay, diesmal ist der Stern gar nicht mal direkt vor dem Glasding, sondern er ist ein bisschen versteckt gewesen. So, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Was passiert jetzt? Katsching! Ist der jetzt einfach tot, oder? Weil das sieht mir eher aus wie ein Boss. Ich finde, der sieht eher aus wie ein Boss. Ja, und es wird ein Boss sein, ja. Sehr schön. Auf geht's. Ich bin bereit. Habe ich schon mal was für Thumbnail. Famos, es ist Zeit, dass wir uns das Edelwasser zurückholen. Okay. Oh, warte mal. Vielleicht war das nicht so clever. Ich brauche wahrscheinlich so ein Ding. Oh, da ist eine Truhe. Die hätte ich aber gerne eigentlich, ne? Vorwärts. Das ist so cool mit den Dingern. Ah, ich muss wahrscheinlich... Okay, warte mal. Wir gehen erstmal runter. Nochmal aufsammeln. So, und jetzt muss ich auf seinem Kopf wahrscheinlich... das machen. Ja, war klar. Kein Wasser mehr. Los, 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 los. Nein. Komm her. Yes. Okay, und jetzt wahrscheinlich... Nein, scheiße, das war falsch. Warte mal, ich brauche so ein Ding. Komm schon her. Obwohl, seine Lava bleibt weg. Also muss ich, was muss ich jetzt machen? Muss ich einfach weitermachen so? Oh, ich habe kein Wasser mehr. Ich habe das Gefühl, ich muss eine Stampfattacke machen. Aber wie? Da komme ich ja niemals hin, der bewegt sich ja nur. Komm mal hoch, Mario. Oh, komm, ich hab doch nicht das Ding geworfen. Ja, kommt her. Los, auf geht's. Ja, komm. Weil den erreiche ich ja nicht. Ich mache jetzt einfach noch mehr Wasser auf seinem Kopf. Vielleicht bringt das ja was. So, nochmal aufladen. Und nochmal los geht's.
Ja, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Das wollte ich. Okay, also man muss ihn also wirklich mit so einem Ding treffen. Uff, das wird ja schwierig. Komm mal her. Komm mal her. Wie soll ich ihn denn erreichen? Komm her. Ich muss ihn, glaube ich, in die Ecke zwängen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wenn ich ihn jetzt in die Ecke zwänge, so dagegen zum Beispiel. Ja, okay, oder auch nicht. Ich muss ihn irgendwie in die Ecke kriegen. Da zum Beispiel, ja. Ja, so. Und dann, zack. Okay, das geht eigentlich. Wie, du bist schon tot? Nach zweimal? Was soll das denn? Oh, das war aber ein sehr, sehr witziges Bild. Wie so. So. Was interessant ist, dass die Cooperlinge gar nicht mehr kommen, ne? Nicht die Cooperlinge, sondern die Boodles. In der Stadt waren die schon nicht mehr. Und auch hier nicht mehr. Zumindest bisher nicht. Ich habe ihr Schiff noch nicht gesehen. Sonst gab es ja immer zwei Bossfights, aber diesmal scheint es jetzt immer nur so einen zu geben. Das Glas ist halb voll. Yes, optimistisch bleiben. Sah gerade aus, als wären Marios Unterteile zensiert worden wären mit dem Mond. So, drei weitere. Wir haben gleich schon 20. Vielleicht machen wir sogar 25, weil ich glaube, wir haben hier noch so viel zu sammeln. Vielleicht machen wir sogar 25. Ist das ein famoser Sonnenuntergang und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner. Aber Bowser scheint so gar nicht mehr in diesem Land auf sich aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Nein, noch nicht. Also, dann machen wir hier einmal den Typen hier. Ja, ja, gib mir einmal her. Einmal kann man immer machen. Okay, da hinten. Sehr schön. Das ist ja überhaupt nicht weit weg. So. Was können wir hier denn Schönes machen? Das Beachvolleyball wollte ich unbedingt spielen. Das ging ja gerade noch nicht. Mal gucken, vielleicht können wir das jetzt... Jetzt sollten wir das doch spielen können, oder? Oh, hier gibt es wieder so viel zu entdecken. Jetzt, wo alles wieder neu ist. So, aber erstmal probieren wir das aus. Hi, ich würde das gerne machen. Ja, 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 ja. Ja, mach! Ja. Ach so, einfach den Ball berühren, okay. Wo ist denn der Ball? Wo ist der Ball? Da. Okay, ich soll, glaube ich, das einfach mit der Cappy machen. Aber ich kann das auch mit Mario machen. Und dann machen wir das einfach mit Mario erstmal. Wir machen erstmal ganz standardmäßig, so wie man es eigentlich spielt. Mit dem Kopf. Oh, das hat doch gezählt. Okay, man kann auch einfach... Fuck. Okay, wir machen es ganz normal mit der Mütze, so wie alle. Da kann man nämlich so machen. Und dann kann man die so zurückschlagen. Zack, zack, zack. Dauert aber so lange, ne? Mal sehen, wie viel wir schaffen. Ich glaube, hier gibt es wieder ab 50 ein und ab 100, glaube ich, gibt es auch wieder was. So viel weiß ich schon. So, manchmal kann man auch mit Mario alleine was machen. Zack. Boah, dauert das lange. Was dauert das denn lange? Oh, ist das nervig. Kann er bitte schneller werden? Das wäre äußerst freundlich von dir. Oh, das war jetzt schon ein bisschen schneller. So. So. Man muss eigentlich nur gut zielen können. So, ich weiß nicht, wie ich die Perspektive von der Kamera haben soll. Ah, jetzt ab 15 gibt's schon ein! Was? Wie dumm! Warum gibt es jetzt schon ein? Und dann noch, soll ich es noch bis 100 schaffen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das könnte etwas länger dauern. Zack, 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 zack. Zack. Hätte ich vielleicht für den nächsten Part aufheben sollen. Oh, das war auch knapp. Das war knapp, knapp, knapp. Das war auch sehr, sehr knapp. Eigentlich darf der den ja gar nicht berühren, aber ist mir egal. Ich cheat einfach. Zack. Ja, warte, ich sammle erstmal den Mond ein. Tim. Sehr schön, so. Und einmal probieren wir es jetzt noch und sonst machen wir es im nächsten Part. So, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Los, 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 los. Das dauert so lange. Anstatt, dass der es einfach ein bisschen schneller macht, ne? So ein ganz kleines bisschen. So ein ganz kleines bisschen, ja? Könntest du das bitte schneller machen? Okay, ich mach's wieder wie vorher.
komm schon. Ein bisschen flotter hier. Ach, das ist echt lahmarschig, ne? Das ist so, Mila kann lachen wie die Sonne beim Fujiyama. Nur ist sie langsam, die kleine blöde Schnecke. Oh. Gleich sind wir mal wieder bei 15. Man muss halt auch mit Cappy gut werfen können, ne? Deswegen will ich da lieber hinlaufen. Weil ich und mein Ziel mit Cappy, ich sehe kommen, dass ich genau deswegen verlieren werde. Und da habe ich fast nicht aufgepasst. Na, so, so. Zack. 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 Gerade hatten wir irgendwie 25 oder so, ne? Ich meine, ab 100 gibt es einen. Oder ab 50? Oder ab 50 dann, wenn es schon ab 15 quasi einen gab. Oh, das war aber fast schon fies, du kleine Mistsau, ne? Findest du nicht? Ich frag mich, wie weit er noch schneller wird. Also insgesamt. Weil die beim Ding Seilspringen werden ja ab 50 einfach gar nicht mehr schneller. Ich frag mich, ob das hier auch ähnlich ist, dass er jetzt zum Beispiel ab irgendeiner gewissen Dings nicht mehr schneller wird. Oh, ich habe Angst, dass ich nicht treffe. Und ich treffe nicht. Fuck. Okay. Egal, schauen wir uns mal die Dings an. Ja. Schauen wir uns das noch zum Ende des Parts hier jetzt an. Wer auf Platz 1 ist mit Zehntausenden von Dingsbums-Dingern. So, ich bin auf 150.000. Das ist schon mal sehr gut. Platz 23. Gar nicht mal so schlecht. Das ist aufholbar. Ja. Kai 303, Link Gamer, JP Chunua, Dr. Nefarius, Frozen nur 267. Ja, okay, aber das kriege ich hin. Das bekomme ich noch hin. Ganz, ganz sicher. So, aber ich würde sagen, das war's für den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir haben einen Boss gemacht und ein wenig dieses komische Spiel gemacht. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Bye, bye und tschüss!